Bayern hat die Abgabefrist für die Grundsteuererklärung 2022 auf den 30. April 2023 verlängert. Wie ihr mit Hilfe des Programms Elster die Steuererklärung abgeben könnt, erklären wir euch in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Finanzen leicht gemacht. Mein Name ist Ralf, ich bin Versicherungs- und Finanzmakler. Nachdem unsere Videos zur Grundsteuererklärung Niedersachsen gut gelaufen sind, haben wir uns gedacht, nachdem Bayern jetzt die Fristverlängerung gemacht hat, dass wir auch für Bayern ein Grundsteuervideo erstellen. In diesem Video geht es ausschließlich um zu Wohnzwecken genutzte Grundstücke, also Einfamilien-, Zweifamilien- und Mehrfamilienhäuser und natürlich Eigentumswohnungen. Es geht nicht um land- und forstwirtschaftlich, gewerbliche und gemischt genutzte Grundstücke. Es wäre super, wenn ihr schon die Informationen griffbereit habt, unter anderem das Schreiben von der Finanzverwaltung über die Abgabe der Grundsteuererklärung. Da steht unter anderem das Aktenzeichen drauf. Und ich bin bereits im Programm Elster drin. Wenn ihr noch keinen Elster-Zugang habt, dann haben wir hier ein Video für euch verlinkt, wo ihr erfahren könnt, wie ihr den Elster-Zugang bekommt. Ja, das ist jetzt die Startseite im Elster und dann könnt ihr hier auf der linken Seite Formulare und Leistungen anklicken. Und dann gehen wir auf alle Formulare, dann gehen wir auf die Grundsteuer und natürlich Grundsteuer für Bayern. Das scrollen wir dann ein bisschen runter und klicken dann hier auf Weiter. Dann gehen wir auf Ohne Datenübernahme fortfahren. Dann sind wir auf dieser Seite und dort wird uns angezeigt schon einmal der Hauptvordruck. Den wollen wir natürlich abgeben und wir brauchen zusätzlich das Anlagegrundstück. Klicken wir auch an und klicken dann auf Weiter. Dann sehen wir hier schon, dass wir die Grundsteuererklärung auf den 01.01.2022 abgeben wollen. Das lassen wir stehen. Das Aktenzeichen findet ihr jetzt hier auf dem Schreiben von der Finanzverwaltung. Das gebt ihr da jetzt bitte ein. Ich habe hier bereits ein Musteraktenzeichen eingegeben. Dann gehe ich auf die nächste Seite und wir beginnen mit den Angaben zur Feststellung. So, die Hauptfeststellung ist bereits angeklickt. Das lasst ihr, denn wir wollen ja die Hauptfeststellung abgeben. Und unten klickt ihr dann bitte bebautes Grundstück wirtschaftliche Einheit des Grundvermögens an. Wir gehen auf die nächste Seite. Und dann müsst ihr die Adresse eures Grundstücks eingeben, also wo das Grundstück liegt. Da habe ich bereits die Musterstraße 3 eingegeben in 86899 Landsberg. Das macht ihr jetzt bitte gerade auch. Wenn sich euer Grundstück über mehrere hebelberechtigte Gemeinden erstrecken würde, dann müsstet ihr das hier unten noch ankreuzen. Das ist in meinem Fall nicht so, deswegen gehe ich jetzt auf die nächste Seite. Dann finden wir die Angabe zu den Eigentümern. Bei mir ist es jetzt so, ich bin im Alleineigentum, das Grundstück gehört mir alleine. Wenn ihr verheiratet seid, müsstet ihr Punkt 4 anklicken, nämlich Ehegatten. Wenn ihr eine Erbengemeinschaft seid, dann Punkt 5 und Punkt 6 eine Bruchteilsgemeinschaft und so weiter. An dieser Stelle werden häufig Fragen von Eigentümern von Eigentumswohnungen gestellt, was sie denn hier ankreuzen müssen, ob es sich nur um ihre eigene Eigentumswohnung dreht oder ob sie alle Eigentümer in der Wohneigentümergemeinschaft angeben müssen. Diese Angaben beziehen sich nur auf die Eigentumswohnung. Das heißt, wenn die Eigentumswohnung euch allein gehört, dann klickt ihr Alleineigentum an. Wenn ihr Ehegatten seid, dann Punkt 4 und so weiter. Wenn wir jetzt runtergehen, dann müssen wir noch Angaben zu den Eigentümern machen. In meinem Fall bin ich ja Alleineigentümer. Wenn ihr eine Erbengemeinschaft oder eine Bruchteilsgemeinschaft seid, müsstet ihr diesen Punkt übrigens noch ausfüllen. Ich bin wie gesagt Alleineigentümer, klickt das hier unten an. Und ich habe hier schon Angaben gemacht, und zwar Max Muster. Ich habe mir ein Geburtsdatum ausgedacht und wieder die Musterstraße hier eingegeben in Landsberg. Ihr könntet hier unten dann die Identifikationsnummer eingeben. Die findet ihr in der Regel auf eurem Einkommensteuerbescheid oder eben eure Steuernummer. Falls ihr die nicht griffbereit haben solltet, könnt ihr trotzdem die Erklärung abgeben. Mir gehört das Grundstück zur Gänze, deswegen muss ich hier ein Eintel eingeben. Wenn ihr jetzt Ehegatten seid, dann gebt ihr hier ein Halb ein. Wenn ihr mehrere Beteiligte habt, dann eben ein Drittel, ein Viertel und so weiter. Übrigens, wenn ihr eine Eigentumswohnung habt, dann gilt das für eure Eigentumswohnung. Also wenn die euch selber gehört, dann gebt ihr hier ein Eintel ein. Wenn euch die gehört, weil ihr Ehegatten seid, dann gebt ihr hier ein Halb ein. So, ich klicke jetzt auf Eigentümer, übernehmen. Und dann werde ich hier schon angezeigt und wenn ihr jetzt weitere Eigentümer hättet, müsstet ihr erneut den Punkt ausfüllen. Ich gehe auf die nächste Seite. Dort werde ich dann nach einer Grundsteuerbefreiung und Ermäßigung gefragt.
Wenn ihr zum Beispiel eine Denkmalimmobilie habt oder sozialen Wohnungsbau, könnte es sein, dass ihr eine Ermäßigung habt. Dann müsstet ihr den Punkt ankreuzen. Ich habe das aber nicht und gehe deswegen auf die nächste Seite. Ergänzende Angaben zur Grundsteuererklärung möchte ich nicht machen. Eine Empfangsvollmacht benötige ich auch nicht, weil ich ja im Grunde genommen das Schreiben bekomme und mitgewirkt an meiner Steuererklärung hat auch niemand. Und damit haben wir jetzt den Mantelbogen schon erledigt und kommen jetzt zur Anlage Grundstück. Da machen wir als erstes Angaben zum Grund und Boden. Da werden wir als erstes gefragt nach der oder müssen als erstes hier die gemeindebezogene Aufstellung hinzufügen anklicken und werden gefragt nach der Gemeinde. So, und da gebe ich jetzt natürlich Landsberg ein, beziehungsweise suche mir das dort raus. Das müsst ihr dann auch machen. So, und dann gebe ich hier bei flurstücksbezogene Daten hinzufügen die Angaben zu meinem Grundstück ein. Und da klicke ich als erstes, und das macht ihr auch, meine Daten im Bayernatlas ermitteln. Gehe dann hier auf diesen Link zum Bayernatlas Grundsteuer und klicke dann zur Kenntnis genommen an. Und dann öffnet sich dieses Feld und ich kann hier oben links die Straße des Grundstücks eingeben. So, da ich nicht in Bayern wohne, denke ich mir natürlich jetzt ein Grundstück aus und ich habe mir überlegt, dass ich die Gemeindeverwaltung von Landsberg nehme oder die Stadtverwaltung. Und dann öffnet sich hier dieses Bild und an den gelben Linien seht ihr jetzt, das ist quasi das Flurstück und dort klicke ich mit, ich mache jetzt mal das hier unten weg, dann klicke ich mit der linken Maustaste dort in das Feld rein und dann bekomme ich hier an der Seite Informationen, unter anderem den Flurstückzähler und Flurstücksnenner, wenn er noch da wäre und die amtliche Fläche 1415 Quadratmeter. Die benötigt ihr jetzt, denn die tragen wir jetzt hier ein. Hier oben tragt ihr die gesamte Fläche des Grundstücks ein. Das mache ich jetzt mal. Egal, ob ihr eine Eigentumswohnung habt, auch da die gesamte Fläche bitte. Also nicht nur die Teilfläche, die ihr dann meint, dass ihr sie anteilig bei der Eigentumswohnung habt. So, Gemarkung ist dann natürlich auch Landsberg. So, und bei dem Zähler gebe ich jetzt hier die 657 ein. Nenner habe ich nicht. So, was ist jetzt, wenn ihr das Grundbuchblatt nicht habt? Dann könnt ihr hier zum Beispiel aufs Fragezeichen klicken, da findet ihr immer Informationen zu dem Feld. Und da steht unter anderem, wenn ihr das Grundbuchblatt nicht habt, dann könnt ihr trotzdem die Erklärung abgeben. Mir gehört das Grundstück jetzt insgesamt und deswegen trage ich jetzt hier die 1 ein und ja, gebe 5-mal eine 0 hinterm Komma ein. Das möchten die gerne in Bayern so haben. Habt dann also ein Eintel. Wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Eigentumswohnung hättet, dann müsstet ihr hier euren Bruch eingeben. Das ist dann meistens 25.000stel oder 250.000stel oder irgendwas, was ihr im Kaufvertrag findet. So, wenn wir hier aufs Fragezeichen gehen, dann findet ihr unter anderem noch Informationen, wie ihr das dann bei einer Eigentumswohnung eintragen könnt. So, ein unbebautes Grundstück habe ich nicht, deswegen gehe ich jetzt auf flurstücksbezogene Daten übernehmen und dann wird mir hier mein Grundstück angezeigt und hier unten habe ich die gesamte Fläche von dem Grundstück. Die wird auch bei einer Eigentumswohnung angezeigt, obwohl euch nur ein Teil gehört. Oder wenn ihr euch nur ein Teil des Grundstücks gehört, das kann es ja auch geben, dann wird hier immer die gesamte Fläche angezeigt. So, jetzt mache ich gemeindebezogene Aufstellung übernehmen und dann haben wir hier unten noch Angaben, die wir machen müssen, wenn unser Grund und Boden mehr als 10.000 Quadratmeter Fläche hat. Dann können wir hier wieder auf das Fragezeichen gehen und dann müssen wir unter anderem die bebauten und befestigten Flächen angeben. Was alles als bebaut und befestigt gilt, das könnt ihr hier auf der rechten Seite sehen. In meinem Fall ist das aber nicht so, deswegen mache ich weiter. Und jetzt gebe ich den Gebäudeteil an, indem ich auf Gebäudeteil hinzufügen eingebe. Und ich habe ein Familienhaus. Und die bayerische Grundsteuer stellt im Wesentlichen auf die Wohnfläche bei Wohnbauten ab. Wie man die Wohnfläche ermittelt, da kann man dann hier wieder auf das Fragezeichen gehen, da findet man dann hier auch ein Video zu. Die Wohnfläche ergibt sich aus der Wohnflächenverordnung. So, in meinem Fall soll die Wohnfläche jetzt 133 Quadratmeter betragen. Wenn ihr eine Eigentumswohnung habt als Beispiel, müsstet ihr dann hier statt Einfamilienhaus Eigentumswohnung eintragen. Die beiden unteren Punkte habe ich nicht und kann deswegen auf Gebäude und Gebäudeteil übernehmen klicken. Was ist jetzt mit den Garagen zum Beispiel? Bei den Garagenflächen ist es so,
dass ihr zum Beispiel beim Einfamilienhaus mit einer Garage 50 Quadratmeter Wohnfläche frei habt. Bei einer Eigentumswohnung habt ihr auch 50 Quadratmeter Garagenflächen frei, wenn sie als Sondernutzungsrecht zur Eigentumswohnung gehören. Wie sieht es jetzt bei einem Mehrfamilienhaus aus? Also angenommen, ihr habt jetzt 5 Wohnungen im Mehrfamilienhaus und zu jeder Wohnung würde im Grunde genommen eine Garage gehören, die ihr mitvermietet habt. In dem Fall könnt ihr nur einmal 50 Quadratmeter für die gesamte wirtschaftliche Einheit abziehen. So, wenn jetzt zum Beispiel die Garage eine Größe hat von 60 Quadratmeter, dann muss ich hier 10 Quadratmeter angeben. Ihr müsst den Freibetrag also immer schon abziehen. Wenn die Garage unter 50 Quadratmeter beträgt, also die Nutzfläche, dann müsst ihr hier eine Null angeben. Das möchte Bayern so haben. Das mache ich jetzt auch in meinem Fall, weil bei mir sieht das so aus. Und mache jetzt Gebäude und Gebäudeteil übernehmen. Wie sieht es jetzt aus mit den Schuppen- und Gartenhäusern? Auch hier ist es so, dass ich pro Wohnnutzung eine Nutzfläche von 30 Quadratmetern insgesamt frei habe. Also wenn mein Schuppen beim Einfamilienhaus zum Beispiel 60 Quadratmeter beträgt, dann trage ich hier 30 Quadratmeter ein. Ist der Schuppen unter 30 Quadratmeter, trage ich hier 0 ein. Informationen findet ihr zu den Freibeträgen für Garagen und Nebengebäuden hier unter dem Fragezeichen und könnt dann auf der rechten Seite weitere Informationen anklicken und dann steht hier einiges dazu. Ich mache jetzt Gebäude und Gebäudeteil übernehmen und hier werden mir jetzt nochmal alle meine Gebäude angezeigt. So, dann gehe ich schon auf die nächste Seite. Ich bin auch schon insgesamt eigentlich mit meinen Angaben durch. Wenn ihr eine vollständige Grundsteuerbefreiung habt, dann müsst ihr unter Punkt 3 Angaben machen. Unter Punkt 4 müsst ihr Angaben bei einheitlicher und vollständiger Grundsteuerermäßigung machen. Zusätzliche Angaben bei Grundsteuerermäßigung gibt es unter Punkt 5. Wenn ihr steuerbefreite Zwecke habt, müsst ihr unter Punkt 6 Angaben machen. Wenn ihr Gebäude für den Zivilschutz habt, unter Punkt 7. Wenn ihr neu gegründetes Wohn- und Teileigentum habt, dann müsst ihr unter Punkt 8 Eingaben machen. Und beim Erbbaurecht, da müsstet ihr unter Punkt 9 Eingaben machen. Und da sieht es so aus, dass der Erbbauberechtigte für den Erbbauverpflichteten die Angaben für das Grundstück mitmacht. Das heißt also, obwohl ihr als Erbbauberechtigter nicht Eigentümer des Grundstücks seid, müsst ihr trotzdem die Erklärung für den Eigentümer mit abgeben. Das heißt, ihr tragt das Grundstück ein in die Erklärung, obwohl es nicht euer Grundstück ist. Und dann müsst ihr hier noch weitere Angaben machen bei der Erklärung. Ja, dann kann ich hier auf alles prüfen gehen. Und ich sehe, hier sind zwar noch, ist jetzt etwas gelb, aber da steht, Sie können das Formular trotz vorhandener Hinweise versenden. Das liegt zum einen daran, dass ich keine Grundbuchblattnummer eingegeben habe und wahrscheinlich, weil ich keine Steuernummer eingegeben habe. Ich habe ja nur die ID-Nummer eingegeben. Wenn es dann hier grün ist, dann kann ich, wie gesagt, die Erklärung abgeben. Ich gehe dann auf Weiter und finde hier nochmal eine Zusammenfassung. Und dann könnt ihr die Erklärung absenden. Wenn euch das Video gefallen hat, wäre es super, wenn ihr die Glocke aktiviert, damit ihr weiter über neue Videos informiert werdet. Es wäre schön, wenn ihr einen Daumen nach oben gebt, wenn ihr fleißig kommentiert und wir sehen uns wieder im nächsten. Ciao.